Hallöchen YouTube, ich begrüße euch zu Hand Showdown. Ja, ich spiele mal nach einer ganzen Weile wieder ein Spiel. Ich hatte ja schon mal ein Video jetzt aufgenommen, auch schon zur Hand, aber da war der Ton viel zu leise, weil ich habe ein neues Mikro. Und ja, da war das mit den Toneinstellungen noch nicht so optimal. Das Mikro hat sich bei mir viel, 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 viel lauter angehört als bei allen anderen und im Video und das war dann echt doof. Ja, auf jeden Fall spiele ich jetzt hier Hunt. Hunt ist, kennt vielleicht einige von euch, ist das neueste Spiel der Crytek-Macher, die für Crysis verantwortlich waren. Und das erste Far Cry. Das sind jetzt so die bekanntesten Spiele. Und die versuchen sich jetzt nach ihren Free-to-Play-Abenteuern halt an einem Survival-Spiel, was ein bisschen so Battle Royale-Aspekte in einer sehr, sehr geilen Szenario hat. Und zwar geht es hier um so Sümpfe in Louisiana, wenn ich mich nicht täusche. Und dort ist eine in den 1890er Jahren, glaube ich, eine Epidemie ausgebrochen, beziehungsweise irgendeine Art Seuche und die Menschen haben sich verwandelt. Halt so dieses Standard-Zombie-Ding, nur halt, dass es halt diese Zeit so besonders ist und dass du hier halt in. Oh, fuck, ich will noch nicht. Entschuldigung für die böse Wortwahl, ich wollte noch nicht extracten. Ja, wo bin ich hier? Ich bin jetzt hier in der Spielwelt. Das sind halt die eine einzige Map, die es derzeit gibt, nämlich in Louisiana. Oh, ich werde beschossen. Habe ich ihn getroffen, aber nicht gehittet. Also nicht. Okay. Ja. Entschuldigung fürs abgehackte Quatschen. Da war ein Spieler, der hat auf mich geschossen. Ich habe ihn erwischt. Aber der hat scheinbar Probleme mit den Wasserfischern gehabt. Jetzt bin ich mal hinterher und versuche ihn zu töten, würde ich mal so raten. Ja, jetzt gucken wir mal hier, ob er hier irgendwie ist. Okay, erstmal gucke noch in Chamberlain, damit ich sieben Schutz habe. Ich habe hier nämlich so eine Winchester. Nachladen. Oh, da kommt ein Monsterviecher gerade auf mich zu. Ah, da wurde ich vergiftet. Scheiße, 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 schnell. Das kostet mich jetzt einiges an Lebenspunkten. Ja, wie ihr seht, Menschen, Zombies sind gefährlich. Fuck, jetzt habe ich auch noch die Vögel aufgeschreckt. Dann sehen nur die Hälfte. Und ich weiß nicht, wo der menschliche Spieler hin ist. Oh. Ich habe ihn gehört. Er hat geschrien, er hat sich wehgetan. Ja. Soll er mal zu mir kommen, dann verarzte ich ihn. Also ich besorge ihm ein neues Leben. Ja. Ganz kurz im Spiel noch. Das ist halt so ein Spiel, da hat man Permadeath. Also sprich, tot ist tot. Das bedeutet aber nicht, dass man gar nicht mehr spielen kann, sondern halt, wie man es aus anderen Battle Royale-Spielen jetzt zum Beispiel kennt. Du, spielst dann halt immer einen neuen Charakter und du hast so ein zwei Art Progression-System. Scheiße. Und zwar einmal Progression auf deinen Charakter, also auf den du spielst, und einmal Progression auf deine Art, auf deine Hauptfigur, also was du halt bist als Mensch. Auch rennt er mir die ganze Zeit hinterher, dieses Monster? Oh, ist ja anstrengend. So, jetzt habe ich hier einen ganz süßen Sweet Spot. Mich ja, wo der hin ist. Hätte er nicht so unverblümt auf mich geballert, hätte ich den gar nicht gesehen. Und der hätte mich viel einfacher töten können, aber ich habe ja auch ein bisschen doof auf ihn geschossen, so ehrlich muss ich ja sein. Oder so untalentiert. Und da haben ihn auch die Viecher im Wasser gejagt. Das war auch ganz mein taktischer Vorteil. Ja, wobei, ich bin hier in dieses komische Flugviech da reingerannt. Ja, also die Monster sind hier schon eine Gefahr. Wenn auch nicht so dominant wie vielleicht in anderen Zombie-Spielen. Aber sie spielen hier eine wichtige Rolle, denn du musst über das Level hinweg ein oder zwei Hauptbosse töten. Also, oder müssen eher nicht, du kannst. Und die haben dann besondere Belohnungen,
Die Besonderheit dabei ist, du hast die Belohnung nicht forever, sondern du musst sie erstmal extracten. Sprich, wer also Division kennt oder mal gespielt hat oder mal auch ein Video gesehen hat, der weiß, dass man im dort immer, wenn man in der Dark Zone war, die Ausrüstung erstmal rescuen musste. Wenn man das gemacht hat, konnte man die halt behalten und wenn man gestorben ist, ja, Pech gehabt. Hast du halt vielleicht ein bisschen Dark Zone-Erfahrung oder so? Hier ist es so ähnlich. Wenn du hier halt so ein Monster tötest, dann musst du entkommen. Und wenn du entkommen bist, dann kriegst du halt auch die Belohnung. In diesem Fall, also derzeit ist es halt Geld und Erfahrungspunkte eine ganze Menge. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwas anderes groß, besondere Waffen oder so gibt. Ja, so ist dieses Belohnungsprinzip. Wenn er mich jetzt von hinten anschießt, ist er mir überlegen. Ich bin hier in so einer Art Tunnel. Ich glaube aber, der ist weggerannt. Der ist mir vor dahin gerannt. Habe ich mal ein bisschen Zeit, mich um diesen. Ja. Und da du diese Gegner nämlich nicht direkt auf der Map siehst, ihr seht ja hier die große Map, ganz kurz eingeblendet, muss man als Spieler. Okay, da bin ich rübergelaufen. So eine Art Hinweise einsammeln. Oh, der ist hier auch irgendwo, der Hinweis, aber ich sehe ihn jetzt hier nicht mehr. Auf jeden Fall hier ist irgendwo ein Hinweis. Den muss man einsammeln und mit diesem Hinweis kann man dann. Das war jetzt nicht, leider. Und er wird jetzt auch wissen, dass ich noch in der Nähe bin. Ich weiß jetzt nicht, ob er so ein guter Schütze ist. Und ob es was bringt, gegen ihn aggressiv zu spielen. Oder ob ich hier eher zurückhaltend spielen müsste. Zurückhaltend ist ja eigentlich. Ah, der hat da drin Lärm gemacht. Ah, warte mal. Ich weiß auch er gar nicht, sondern so ein Monster. Okay. Ich habe hier drinnen raus Lärm gehört. Vielleicht verarscht mich auch nur meine Kopfhörer. Könnten ganz gut möglich sein, weil man wird hier in diesem Spiel echt massiv paranoid, weil viele, wie ihr es vielleicht schon ein bisschen gemerkt habt, das Environment, also die Umgebung, redet mit einem, beziehungsweise sie spricht, also ja, sie spricht reden, ist ja irgendwie eigentlich das Gleiche. Ist er hier rausgesprungen oder bin ich da irgendwie? Ja, egal. Also du hast hier halt die Möglichkeit. Durch schon viel durchs Hören auszumachen, weil das Sehen, ihr seht selber, die Grafik ist dunkel, viel schleierhaft und das ist halt nicht so wie, dass man ja halt so einfach manchmal jemanden sieht, besonders bei Nacht. Und da musst du halt wirklich auf die Marker achten. Also, was hörst du, wo hörst du es? Da ist nochmal so ein Viech. Töte die immer, weil wenn es jetzt vielleicht ein bisschen törisch ist, aber ich kenne mein Glück, weil ich renne wieder genau in so ein Viech rein und dann kriege ich wieder Aua. Okay, da ist glaube ich irgendwie ein Zombie drin. Also ich hoffe, ihr hört es auch und dass ich die Toneinstellung halbwegs gut getroffen habe. Ah ja, da ist der Zombie. Der läuft hier mal rein. Da ja, das sind keine Spieler, sondern das sind so Zombies, die hier die Warndinger aktivieren. Also die Warndinger ist jetzt grob gesagt. So, dann machen wir uns mal auf die Suche nach dem nächsten. Hinten ist gesperrt. Na, dann gehen wir mal dahin. Es ist näher. Okay. Ich frage mich, ob der Spieler, den wir da gesehen haben, oder beziehungsweise der auf mich geschossen hat, dabei habe ich nicht mehr, ihm war nichts getan. Scheiße. Ja, diese Fische haben ihn angegriffen. Die sind echt mega gefährlich. Wenn ich Glück habe, ist er ja tot, deswegen, aber manchmal habe ich eher, ich neige eher dazu, in solchen Spielen, wenn ich irgendwas aufnehme, Pech zu haben.
Ich hatte aber auch schon das wohlwollende Zufall, dass ich schon mal zweimal so, also einmal so Monster killen konnte. Ich spiele es jetzt noch nicht lange, muss ich dazu sagen. Und einmal und dadurch auch schon zweimal mit der Ausrüstung entkommen konnte. Einmal habe ich halt den Gegner gekillt und dem das abgenommen und das andere Mal. Hier ist er lang gehuscht. Aber der hat sich wohl nicht mal getraut, mit mir zu spielen. Na gut. So. Ja, die sind jetzt hier nicht besonders gepanzert. Okay, den kann ich so nicht tacken. Den muss ich. Wenn dann anders antacken. Okay, ich habe eine Piste. Der wird sicher. Ja, also man schaltet hier, wenn man jetzt stirbt, immer einen neuen Charakter frei. In meinem Fall habe ich hier halt so einen Standardjäger. Die haben halt immer ein Level. Du steigst halt, wenn du das überlebst, auch immer mit dem Charakter ein Level auf. Dadurch kannst du so Fähigkeiten freischalten. Also ganz coole Sachen halt. Also so ein bisschen Progress ist drin. Du schaltest halt für dein globales Level auch Sachen frei. Das bietet dir den Vorteil, dass du zum Beispiel bessere, also unterschiedliche Waffen freischalten kannst. Ich habe hier halt so diese Standardwaffen. Es gibt halt noch Schrotflinten, unterschiedliche Pistolenarten. Zum Beispiel auch den C96 für Leute, die sich ein bisschen mit Waffentechnik vor dem Ersten Weltkrieg auskennen, beziehungsweise zum Ersten Weltkrieg. Winston Churchill hat den zum Beispiel benutzt. Ist eine der halbautomatischere Pistole von den Mauser, aus den Mauserwerken, also von den Gebrüdern Mauser, beziehungsweise nur von dem einen Bruder. Der andere ist ja beim Unfall ums Leben gekommen und Winston Churchill hat den benutzt und hat auf diese Waffe geschworen. Hat aber auch damit auf Deutsche geschossen, muss man bedenken. Also mit einer deutschen Waffe auf Deutsche. Aber Geschichte. Ja, weiter geht's. Ich vermute, hier wird irgendwo ein Gegner sein. Also sollte ich nicht so plump mich durch die Gegend bewegen. Okay, da ist das Ding. Bei Nacht, also ich spiele es halt jetzt so 6 Stunden, habe ich das jetzt gespielt, grob. Okay, da ist einer in der Nähe. Hier nehme ich das mit. Und jetzt. Entweder bewege ich mich jetzt so, dass ich da versuche, die zu finden. Wo ist der da? Ich glaube, meine Dinger sind falsch verkabelt. Das ist hier wieder links und rechts. Oh shit. Ja. Hier wurde gerade ein Spieler getötet. Das habt ihr gehört. Das war dieses. Ah! Hörst du auch dieses Trampeln? Da drinnen, so schnell bewegen sich keine Spieler. Also so schnell bewegen sich keine Monster. Entschuldigung, Spieler bewegen sich so schnell, aber Monster nicht. Ja, nice, wenn ich das jetzt auch mal überlebe. Und jetzt hier nicht über einen Haufen geballert werde. Wie gesagt, damit kann ich mich aufs. Die Spinne ist getötet. Hier war eine Spinne unterwegs. Ich dödel. Das ist das Problem, wenn du die Shift-Taste gedrückt hältst. Ah, nee, die Spinne lebt noch. Oder? Nee, die ist tot. Ah, nee, warte mal. Die lebt noch. Oh fuck. Die wird mich mögen. Nee, hier bleibe ich nicht. Ist mir das zu gefährlich. Da wird hier irgendwo ein Spieler sein. Den sollte ich vielleicht als erstes ausklinken.
Bei einem Nachteil. Weil ich die unterliegende Höhenposition habe. Der müsste, hätte mich eigentlich nur treffen müssen. Dann hätte er mich gehabt, aber er hat mich nicht getroffen. Er war nicht dazu in der Lage in diesem Moment. Das ist die Spinne. Ach scheiße, ich muss die Blutung stoppen. Dass er mich überhaupt gesehen hat, ist gut. Aus dem man schießen kann. Das ist die Spinne. Die greift mich aber so nicht an. Wenn ich... Okay, jetzt greift sie mich an. Also mal die typische kämpfen. Mich hätte ja nix. Medikit wäre noch ein bisschen nice. Ja, ich glaube da drüben. Ja, nee, scheiße. Ja, normalerweise spielt man das Spiel entweder alleine oder zu zweit. Also es gibt derzeit so ein Event, so ein Single-Player-Event, da kannst du halt auch alleine mit anderen, also alleine gegen Einzelspieler-Teams. Normalerweise sind es immer Zwei-Spieler-Teams. Also so ein Koop-Faktor. Da ist dieses Viech. Das interessiert mich da aber nicht. Der muss ja irgendwo einen Safe-Spot haben. Der Spieler, der wird ja hier nicht aus mit dem Dudelsack durch die Gegend laufen. Der muss sich ja irgendwo verstecken können. Der hat mir übrigens auch ordentlich Aua gemacht. Könnt ihr super auf die Spinne schießen, aber die interessiert mich noch nicht. Die interessiert mich erst, wenn der Spieler tot ist. Und solange der nicht tot ist. Da ist er. Ich nicht mal rein, weil da muss ich von mir irgendwie einen anderen Zugang suchen. Ah, jetzt kommt nämlich das Problem, jetzt ist dein Spieler tot. Jetzt muss ich auch ein bisschen aufpassen. Oh, aufregend. Mein Herz ist schon wieder bei 20. Bei 20% seiner maximalen Leistung. Nein, ich bin ein bisschen nervös, muss ich gestehen. Ich hoffe, man merkt es mir jetzt nicht so an. Wo bist du hin, Mr. Spinny? Putti, putti, put, put. Okay, die hat noch mehr, ganz schön viel Leben. Aua, jetzt hat sie mir Aua gemacht. Da sind Rahmen geflogen.
Habt ihr die auch gehört? Ich hoffe. Ja gut, wenn ihr das hier seht, dann ist es meistens echt so zu spät. Meistens eigentlich immer. Ist ja hier kein Livestream und der hat auch immer ein paar Sekunden. Okay, Schrotflinte würde sich jetzt bei dem Viech ein bisschen besser machen, aber ich habe jetzt hier leider keine Schrotflinte. Da habe ich aber Aua gemacht. Hoffe ich mal. So, ich habe hier auch immer so ein bisschen Fahnen. Okay, wo bist du? Nein, meine Maus reagiert nicht mehr. Oh, warte, was ist jetzt los? Das Spiel ist abgestürzt. Oh, das war jetzt ein bisschen doof. Das Viech wäre jetzt eigentlich tot gewesen. Jetzt hat es mich ein bisschen umgetaktet und mir Aua gemacht. Das habe ich doch gar nicht verdient. Bin doch so ein netter Boy. Ich habe gerade Latenzen, vermute ich. Also ich glaube, an mir liegt es nicht, sondern es muss dann irgendwo ein Spieler mit der Verbindung haben. Das ist tot. Jetzt muss ich erstmal überlegen, wo der andere Spieler gestorben ist. Ah, ich erinnere mich nicht mehr. Ich bin nämlich immer so vergesslich bei so einem Scheiß. Ah, wo war Lacken ja? Ah, scheiße, ich bin so doof. Wie kann ich denn das jetzt schon wieder vergessen? War der unten? Ich glaube, der lag unten. Über einer versperrten Tür lag der. Der muss hier hinten irgendwie gelegen haben. Oder? Nein, da lag er nicht. Ach Mann, wie kann ich denn so vergesslich sein? Ich spiele doch jetzt hier zum. Da hier. Wow, er hat mir 11 Kugeln gegeben. Ja, da bin ich ganz schön high equipped aus der Sache rausgekommen. Ich hoffe, es interessiert sich jetzt kein anderer Spieler mehr für meine Ausrüstung oder was ich hier loot. So. Rechts gehe ich, links gehe ich hin. Bei 54%. Ich habe 100 Bam gehört. So viele was? Hunde? Kann natürlich sein, dass jetzt einer in der Nähe ist. Okay, ich gehe dahin. Bin aber erst bei 75%. Okay. Ja, also wie ihr seht ihr nix. Nein,
Wir verbannen gerade dieses Monsterchen hier in die Hölle. Das dauert immer so ein paar Sekündchen. Ich habe, glaube ich, auch mal eine ganz vernünftige Framezahl. Bei meinen ersten Aufnahmen, die ich nicht gemacht habe, die muss ich noch von YouTube entfernen. Apropos, die werdet ihr, glaube ich, dann nicht mehr sehen, wenn ihr das hier guckt. Hatte ich massive Frame-Probleme. Lag aber auch daran, dass ich noch eine Software im Hintergrund anhatte. Und dann hatte ich ja noch diese Audio-Probleme. Jetzt war alles ein bisschen ungünstig gelaufen, wobei ich ja jetzt ein neues Mikro habe und schaue jetzt erstmal, wie das geht. Das war ja auch ein bisschen teurer. Okay, wirklich raus. Raus. Keine Gene. Achso, ja, wenn ich so eine. Ich habe jetzt hier so eine Bounty aufgehoben und wenn ich so eine Bounty aufhebe, habe ich die Möglichkeit, andere Spieler für insgesamt 10 Sekunden zu sehen. Das muss man strategisch nutzen. Weil, wie ihr euch vielleicht denken könnt, sind 10 Sekunden echt nicht lange. Oder nicht ausreichend, um alle Gefahrenquellen. So. So, hier lang und dann nach links her. Dann 10 Metern links abbiegen. Bitte links abbiegen. Folgen Sie dem Straßenverlauf die nächsten 2 Kilometer. Okay. Nein, so einfach ist es denn doch nicht. Ich werde hier nämlich ganz schnell das Problem bekommen. Einmal mal den Around-Blick schweifen lassen. Battlefield trainiert. Man kann sich schnell auf neue Sachen fokussieren. So, schnell mal ein bisschen rennen hier. Da unten, so lang muss ich. Okay, ich gehe darauf rechts lang, dann links lang und dann wieder rechts. Also rechts lang und dann links lang. Was laber ich? Ein bisschen verwirrt bin ich wohl. So, okay. Das wäre ja Hammer für mein erstes, drittes, neueste Videoaufnahme. Bin ich sehr zufrieden, wenn ich das hier bestehe. Ich bin auch jetzt schon zufrieden mit meiner Leistung. 82 Frames ist okay. Ah, gut. Ja, schön, Windows und Windows sage ich, Steam und der interne Frame-Counter sind nicht ganz synchron. Ich vermute mal, der interne ist präziser, wobei der natürlich über die allgemeine Geschwindigkeit auch beeinflusst werden kann. Oh, da war eine Witch hinten, die aufgeploppt ist. Oder nee, ist ja keine Witch, ist ja. Die heißen hier anders. Ich nenne die nur irgendwie Witch. Okay. Keine Spieler in der Nähe, die mir derzeit gefährlich werden können. Dann kann ich mich jetzt auf das Jagen dieses Viechs da konzentrieren, denn ich hasse dieses Viecher. Noch mehr als die Tanks, weil die kriegst du nämlich nicht mit. Wenn du die hast, dann sitzt du immer da und überlegst, was war denn das jetzt? Was war denn das jetzt? Oh, ich stehe natürlich im offensichtlichsten Punkt der ganzen Map hier. Geh mal so, dann werde ich wenigstens nicht von hinten beschossen. Ja, wobei. Je nachdem, wo man gerade hinguckt. So, 3, 2, 1. Ja, super. Ich habe überlebt. Eine gute Leistung, würde ich mal behaupten. Monster getötet, einen Spieler getötet. Ihr habt ein bisschen Action gesehen. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Wir warten jetzt hier mal noch auf die Auswertung. Nach jeder Runde gibt es immer so eine kleine Auswertung. Ich würde mich über Feedback zu dem Mikro jetzt freuen, jetzt wo es auch ordentlich hoffentlich eingestellt ist. Verbesserungsvorschläge sind eh immer willkommen oder allgemeine Meinungen, Kommentare. Ihr könnt auch bei meinem zweiten Kanal vorbeischauen. Ich mache halt so Tutorials, Spieleentwicklung und allgemein Programmieren. Wenn ihr da irgendwie euch Themen interessieren, könnt ihr mich gerne da drauf anstoßen. Dann versuche ich da so gut es geht zu helfen. Und hier spiele ich halt, worauf ich Lust habe. Beziehungsweise ihr könnt auch gerne mit mir zusammenspielen. Ihr müsst nur schreien. Wir zocken jetzt auch wieder häufiger BF4, wer meine Let's Plays kennt. Da kann man sich gerne mit anschließen, wenn man nicht so gut ist. Nein. Ja, das gibt gute Erfahrung. Ja. Ich komme als fast reicher Mensch wieder raus. Ja, ein Tier One Hunter habe ich gekillt. Und bin extracted. Super. Ja, seht ihr noch, hier steigt jetzt erstmal dieses Level des Jägers auf. Ich bin jetzt 8. Adrian Bulger. Bullenger. 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 Ja, ich und mein Englisch verstehen uns nicht so gut derzeit. Fast Level 13. Oh, ein bisschen EP. Und hier noch nicht ganz. So, okay. Gehen wir mal in den Laden gucken.
Ich kann mir eine Dynamitstange leisten. 20, boah, ist ja heftig. Aber das ist, glaube ich, ganz gut. Im Vergleich dazu, ja, ist genau gleich gut. Fast genau gleich gut. Hier habe ich halt so diese Eigenschaften. Und hier rüste ich mich jetzt erstmal mit neuem Werkzeug aus. Und zwar brauche ich eine neue Witterly Shock. Die sind super wichtig. Ja, okay. YouTube, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß beim Zusehen. Ich würde mich echt über Feedback freuen. Und wir sehen uns im nächsten Video. Ahoi dann!